So Leute, da sind wir wieder zurück bei Aliens vs. Predator. Wir konnten das letzte Mal vor den Xenomorphs und vor diesen Androiden flüchten, sind hier in diesen Raum geflüchtet und ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich eine bessere Position haben, denn dieses schlonzige Ding hängt da auf der Wand und ich weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will, was dahinter ist. Irgendwie erwarte ich noch was Schlimmeres als das, was dahinter war. Egal, wir müssen aber hin. Ach, guck mal hier, die haben sogar kleine Warnschilder. Also in Finnland oder so haben sie so kleine Elche, die über die Straße gehen und die haben so ein Alien. Ist doch schön. Achtung, rechts vor links, Alien könnte kommen. Wie geil. Das geht sogar automatisch auf. Okay, lasst euch nicht stören. Einfach weiter ballern. Ui. Hauptsache, es geht nicht auf mich. Was ist denn hier los? Die ploppen hin und her. Huh! Biest! Ich hab euch gerettet! Denk immer dran! Ich hab dich gerettet! Oh, mehr oder weniger. Ich hab dich gerettet, bevor ich dich getötet hab. Oh, lass das! Na toll. Hab ich hier noch irgendwo ein bisschen Gesundheit liegen? Leider nicht. Habe ich alles schon aufgesammelt. Okay, die wollen, dass ich die Schrotflinte wieder nehme. Die nehme ich aber nicht. Wir nehmen diese Waffe hier. Die ist einfach viel, viel besser. Außerdem liegt jetzt auch die Schrotflinte hier drin. Von daher ist alles gut. Ui, ist ganz schön tief. Es wirkt irgendwie auch schon wieder wie so eine große Arena, oder? Ah, hier endet das. Das Geschlons endet hier. Es endet einfach blind. Aber da hing doch bestimmt mal irgendwas dran. Das kann es doch nicht gewesen sein. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da dran hing. Aber ich glaube, es wird mir gleich gezeigt. Okay, hier ist rot. Rot heißt nein. Hier kannst du nicht rein. So, hier haben wir noch ein V-Log. Wir brauchen ja eigentlich auch das V-Log von dem Bishop, beziehungsweise seinem PDA. Irgendwelche wichtigen Daten sind da drauf. Ach, ist das eine Werbung oder was von Wayland? I don't know. Okay, das ist das Grün, da kann ich lang. Da gehen wir natürlich nicht lang, ne? Wir widersetzen uns wieder den Regeln der Kraft und gehen woanders hin. Geht leider nicht. Okay, wir können schon mal festhalten, dass hier hinten wird wahrscheinlich Storage. Vielleicht ist das ein Fahrstuhl in der Hektik, wo wir dann hinrennen müssen. So. Das finde ich ein bisschen schade. Das hat man schon mal. Unter der Brücke, unter der Treppe muss eigentlich immer was liegen. Immer so ein kleines Bonus-Dings. Was man einsammeln, ne? Schöne Waffe oder Heilung oder. Warte! Es war so klar, dass der aufstehen wird. Oh, du Ficker der Hölle. Oh, da simmelt ihr mir auch noch einer rein. Alter. Ganz ehrlich, die sitzenden Robocops sind doch die schlimmsten. Die anderen gehen ja in irgendeiner Form noch, ne? So. Alter, seid ihr hässlich! Man beurteilt ja nicht nach dem Äußeren. Doch. Einfach nur doch. Warte mal, was ist denn da so dunkel? Zettel. Alter, man kann aber auch nicht zielen. Es geht nicht. Das Aiming hätte man wirklich mal ein bisschen präziser machen können. Ich meine, dafür sind die Gegner natürlich auch extrem dämlich und er bleibt da hinten die ganze Zeit stehen. Ist aber auch ein Android. Ich meine, weiß man's? Weiß man's? Vielleicht kann man die KI nicht anders programmieren. Ich meine, er braucht ja auch ganz viel KI, dass er überhaupt laufen kann. Das Gleichgewicht halten und sowas. Oh, da kommt mal wer anders, ne? Auch wenn ich jetzt nicht der Cleverste bin, ich stehe ja genauso nämlich hier nur rum, aber ich kann wenigstens besser schießen.
Nee. Geh ich nicht hin. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Heilung. Sehr gut. Und wir haben 4 Granaten. Das ist echt nicht schlecht. Hätte ich dir sagen können. Auf mich zurennen ist keine gute Sache für dich. Das wird irgendwie böse für dich enden. So, komm. Explodiere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kampagne haben sie gut gemacht. Das finde ich so ein bisschen schade. Diese komischen Lüftschächte, die hätten sie irgendwie noch mal ein bisschen nutzen können. So, die Heilung nehmen wir einmal, wenn wir hier hinten sowieso wieder was Neues kriegen. Und, wer wartet dahinter? Jawohl! Da gönnen wir uns doch mal, da gönnen wir uns doch mal. Hat er mir wieder gut eine reingedrückt, ne? Mal ganz kurz gucken, hatte ich hier noch irgendwo Heilung liegen lassen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte hier noch welche liegen lassen. Das waren nur Granaten, aber ansonsten kann ich die Heilung auch gleich nehmen. So. Ich hätte meine zweite Granate einfach benutzen sollen eben. Das war wieder viel zu riskant. Wieder HP liegen lassen. Das geht gar nicht. So, okay. Und mal alles durchladen. Wir haben das Scharfschützengewehr. Ziemlich viel Munition. Wir haben das MG. Ziemlich viel Munition. Mit 4 Granaten. Ich bin bereit. HP, sehr geil. Oh Gott. Da hinten haben wir auch noch was. Okay, das ist wirklich alles der Raum von oben. Ich finde übrigens die Grafik und die Lichtstimmung finde ich sowas von geil. So, okay, hier haben wir alles. Ich finde, naja, egal. Das thematisiere ich nach der Kampagne. Okay, was soll ich drücken? Hier. So, wie war das? Stranglehold entfernen. Okay. Was passiert? Irgendein Fahrstuhl, der hier. Irgendwas ist hier drin. Hier ist doch irgendwas drin. Hör mal auf mit Labern, hier ist irgendwas drin, irgendwas Schlimmes. Der Flammenwerfer. Ah, ah, ich hab's gesehen. Nimm deinen alten kleinen. Alle. Ah, aber auch egal. Zack. Und wieder rennen in den guten Speck. So, ich überlege gerade, soll ich das nochmal mitnehmen? Ich nehme das jetzt mal mit hier. Komm her. Wir wollen den Flammenwerfer auch nochmal nehmen. Den haben wir erst einmal benutzt und eigentlich war er ziemlich scheiße, aber. Keine Ahnung. In dem Film ist er geil, da muss er ja auch geil sein. So, wir sind wieder draußen aus der Nummer. Ja, ich wollte eigentlich sagen, sehr cool. Sehr cool. Doch, muss ich echt sagen, sah richtig geil aus, aber hat leider nichts gebracht. Leider überhaupt. So, jetzt fällt mal hier durch. Hui. Na? Alter, guck mal hier. Er fliegt wirklich langsam zur Hölle. So, ich darf natürlich nicht reintrampeln. Jetzt kriege ich wieder die andere Waffe. Nein, wir behalten jetzt diese Waffen. Okay, ich bin bereit. I'm ready. Was auch immer da kommen möge. Es soll schnell passieren. Von oben, von unten, von rechts, von links. Oh. Wegfindungsstörung, da hat man halt irgendwann auch mal im Leben verloren. So, ganz schnell rüber. Hier drüben ist nochmal dieselbe Base. Ach komm, das war doch getroffen. Oh, ey, die Physik ist schon richtig geil. Also ich habe mir nochmal im Internet so ein bisschen was zu dem Spiel angeguckt. Die große Brutalität blieb ja bis jetzt aus, ne? Muss man ja sagen. Also man weiß ja echt nicht, warum ist das Spiel jetzt in Deutschland indiziert. Keine Sorge. Bei den anderen Kampagnen werden wir es dann erfahren. Da werdet ihr dann sehen, warum das Spiel indiziert ist. So, jetzt hätte ich natürlich doch lieber das MG oder die Schrotflinte auf so engen Raum, aber...
kriegen wir sogar. Nee, nehme ich aber nicht. Ey, das ist doch der Anfang, das ist doch der erste Film. Oder? Naja, Terraforming und sowas, aber hat man ja mitbekommen, ne, dass die das eigentlich mehr als Waffe nutzen wollten mit den Aliens, dass das gar nicht so jetzt ausgelegt war, dass man hier irgendwie eine bessere Welt schafft. So, jetzt die große Frage, nehme ich die Schrotflinte mit oder nehme ich die Waffe mit? Den Flammenwerfer will ich auf jeden Fall behalten. Wir probieren es einfach mal so. Was auch immer uns erwartet. Rein in die gute Stube. Wie ist der denn da reingekommen? Alter, das ist Yoga, aber auch extrem Platz sparen. Man muss ja auch mal sagen, ne? Heutzutage ist ja Platz, ist ja teuer. Das Wichtigste ist irgendwie... Oh, da habe ich was vergessen. Dass man das... Entschuldigung, Platz sparen macht. Oh, die Nase juckt so. Vielleicht ist es auch einfach nur die Aufregung, deswegen juckt die Nase so. Ich will, dass der da jetzt noch komplett reingezogen wird. Alter! Wenn ich so ein bisschen drücke, vielleicht kommt er dann irgendwann hinten raus. Weiß ja nicht. So, der wurde da hochgezogen. Aha! Da ist doch noch ein bisschen Us von ihm übrig. So, noch einmal heilen. Geht nicht. Die wollen unbedingt, dass ich eine andere Waffe nehme, ne? Aber die will ich gar nicht. Nein, nehme ich nicht. Hör auf damit. Ich benutze jetzt diese Waffen. Kontrollpunkt. Okay. Ich habe mich jetzt für diese Waffen entschieden. Sind wir jetzt wieder hier? Ist das... Nee, da hängt doch jetzt was links dran. Ach, hallo. Ach, hallo. Ach, hallo. Okay, Flammifleck Flammenberg. Wehe, wehe, wenn ich hier das Ende sehe. Geh weg! Alter! Alter! Das war das Ding im Flammenwerfer, der war ja richtig hilfreich, ey, schon alle. Alter! Alter! Wie bitte, Alter? Oh, man kann einfach drauf schießen. Stirb doch einfach. Geh doch einfach drauf. So wäre deine abertausenden Kollegen. So, wir halten fest. Die Waffe ist die geilste. So, jetzt heißt es hier Ram Action oder was? Der will mich doch einfach nur umrammen, ne? Und das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Kann ich den überhaupt töten? Alter. 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 Boah, der hat mich einmal getroffen, dann konnte ich mich nicht mal mehr heilen. Hier, spuckt. Okay. Ziemlich kacke hier alles gerade. So. Oh nein, es kommt, es kommt, es kommt. Was soll ich da machen? Jetzt renn doch! Pokel nicht an deiner Waffe rum, Mann! Prioritäten setzen! Wenn ich nachladen drücke und danach rennen, dann heißt Nachladen eine Mission, die kannst du dir mal gepflegt in den Arsch ballern, weil die gerade irgendwie nicht mehr aktuell ist. Wir halten eins auf jeden Fall fest. Das mit dem Flammenwerfer war ein absoluter Fail. Obwohl. Bin mir noch nicht so sicher. Jetzt klappt das mit dem Flammenwerfer doch ganz gut.
Oh ja, dann lass mich doch mal ganz kurz. Wie soll ich denn abhauen? Mit dieser Scheißsteuerung. Ja, das ist doch echt. Oh oh, das war schon ein schlechter Anfang. So, wir gehen einfach mal auf die andere Seite. Vielleicht ist ja da drüben das Gras viel grüner, die Welt viel schöner. Jetzt renn doch mal. Ich drücke einfach da drauf und hau ab. Was ist denn hier drauf? Okay, wir halten fest, es geht nicht. Und wo ist er? Alter, ich treffe doch irgendeine Murmel, muss dabei mal treffen. Dann lass es halt. Auf jeden Fall. Auf die Plattform wollen sie nicht, hä? Alter. Es ist doch albern, was wir hier machen. Wo ist das Biest? Oh, ne. Ne, warte mal, die Schuss verbrate ich nicht. Wenn er da jetzt wirklich gerade festhängt, dann nutze ich das einfach hemmungslos aus. Ich probiere mal was aus. Was ist eigentlich, wenn ich das hier werfe? Alter, wie wirfst du bitte? Mann. Ganz ehrlich, man kann doch nicht... Er hat in der Schule Sport abgewählt. Wie wirft er? Wie wirft er? Er wirft sich das selber vom Kopf, oder was? Oh, oh, er bewegt sich wieder. Aber er hat nicht mehr viel Energie. Quarantäneprotokoll widerrufen. Ein Riesenvieh. Ja, es war ein Riesenvieh. Ich hätte auch gedacht, es wird ein sehr langer Kampf, aber dass man den so cheesen kann. War das so gewollt? War das so gewollt, dass man das so machen kann? War dann doch ungewöhnlich einfach. Okay, es war aber anscheinend noch nicht der Endboss, es geht noch weiter. So, endlich. Der Flammenwerfer ist wieder weg. So habe ich mir das vorgestellt. Und es geht noch weiter, tiefer in das Innere. Oh, guck mal hier, richtig, richtig schlotternde Knie. Ja, wir gehen noch weiter runter. Natürlich, wir gehen immer noch weiter runter. Es gibt immer nach dem untersten Level kommt immer noch ein untereres Level. Ist doch was. Herrlichkeit, Erhabenheit. Irgendwas ist da vorne. Erstmal anmachen hier, erstmal anmachen. Ah, was haben wir denn da? Aber, liebe Leute, ich habe doch das Scharfschützengewehr. Kann doch gar nichts passieren. Das sind ziemlich viele. Mann! Es sind echt ziemlich viele. Okay, einmal nehmen wir. Oh, das sind auch kleine Aliens. Jetzt kommen sie auch von hier. Okay. Rambo Time. Auch geil, dass ich so viele... Warte mal, will ich jetzt schießen? Ja, hier haben wir doch die Granaten, die ich will. So, das Ding ist an. Das nehmen wir mit. Kleines Audio-Look nebenbei noch lesen. Voll einen reingebämst hier. Verpisse dich! Verpissen Sie sich! Alter, im Vorbeifliegen krieg ich noch eine mit. Ein hässliches Biest der Hölle. Huh! Ein kleiner! Oh, und ein großer. Und ein kleiner. Und ein kleines, großes. Oh, oh. Okay, ich benutze jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob es gut ist. Zack, renn in den Speck. Mein MG macht auch nichts mehr, oder? Okay, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass es nichts macht. Wahrscheinlich hat es gerade schon 10.000 abgeschossen. Dann machen wir an.
Oh, das automatische MG, natürlich. Das wär's natürlich jetzt. Mann, ey, dreh dich nicht so. Das wird ganz schlecht. Okay, wo ist denn das Ding hier? Zack. Mitnehmen und Feuer. What the fuck, Alter? Das ist ja fies. Ich hab's gerade geschafft gehabt. Ist es hier schon an? Ist immer noch nicht an. Warte. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, was ich hier gemacht habe. So, das war. Ist nicht so schwer. Ich meine, theoretisch brauche ich das MG gar nicht. Jetzt einmal ein bisschen konzentrieren. Und alle gehen mal hoch hier. Boing. Oh ja. Okay, und jetzt kommen sie hier. So, das liegt da vorne, das MG. So, einfach nur schön durchhalten. Ach du Kleiner, was willst du denn? Das ist so fies, ey, dass dieses Alien-Us so viel abzieht. So. Wie war das jetzt? Das ist schon nicht gut. Das ist schon scheiße. Ich muss dieses MG nehmen. Ich muss es einfach nehmen. Ich muss mich damit abfinden. Wirklich ein Fehler. Da drüben liegt sogar noch eins. Also, wenn die hier hochkommt, sofort das MG nehmen. Das ist so gewollt. Das muss so. Keine Ahnung, warum meine Murmeln nicht ankommen. So, MG. Ja, genau. Dieses schwarze Fieder. Sehr, dass dieses Auto-Aiming, wie er immer so ganz leicht in der Nähe bleibt von ihm, aber halt auch nicht so komplett drauf zielt. Was mir halt irgendwie manchmal nicht so richtig hilft. Hier. Da will ich selber hinzielen und er zielt dann nur so ein bisschen hin. So, okay. It's ready, it's time. Ja, komm, take it. So, let's get ready. Was trifft mich? Du Biest der Hölle. Jawoll. Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem mit dem Ding. Man sieht halt nichts mehr. Und man ist natürlich lahm. Ultra lahm. So, die Gunst der Stunde nutzen. Einmal nachladen und dann ist wieder feuerfrei. Kartoffelbrei. Oh oh. Ah, du Biest der Hölle. Okay, we got it. Leute, ihr wisst nicht, was jetzt passiert ist. Ihr könnt es nicht erahnen, was passiert ist. Ohne Mist, die PlayStation hat sich einfach abgestellt. Einfach abgestellt. Ist das? Piep, piep, piep. Sie leuchtet rot, das war's. Sie haben das Spiel durchgespielt. Finden Sie sich damit ab. Also Leute, ich werde gleich mal gucken, was da passiert ist. Ob da noch was kommt oder ob das vielleicht wirklich das Ende ist von Aliens vs. Predator. Bis gleich.